So, willkommen zurück, ihr lieben Pferd- und Pony-Fanatiker. Ich grüße euch, eure Caswell. Scheint so, dass Professor Einstein noch was hat für uns von den Story-Quests. Mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, damit wir noch unsere Dailies durchkriegen. Mal sehen. So, das Krimskrams-Geschäft ist an seinem Platz. Das kann ich also von meiner Liste streichen. Gut. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Grundlegende Einrichtungen. Da die Durchschnittstemperatur an diesem ungastlichen und äußerst ungeeigneten Platz für Forschung so weit unter dem Gefrierpunkt liegt, spielt es keine Rolle, dass wir von Wasser umgeben sind. Du verstehst sicher, dass ich den ganzen Schnee und das ganze Eis hier meine Eis hier, meine. Wir benötigen jedoch Wasser in flüssiger Form. Und glücklicherweise bin ich so vorausschauend gewesen und habe einen meiner Erfindungen mitgebracht. Den Hydrolokator. Mit diesem ist es selbst für den ungebildeten Amateur möglich, innerhalb weniger Minuten eine Wasserquelle zu finden. Sobald die Wasserquelle lokalisiert wurde, muss man lediglich bohren und das Wasser beginnt zu sprudeln. Bitte schön, Crystal, hier ist der Hydrolokator und einer für diese klimageeigneten Bohrer. Starten genau. Nun ist er an. Sehr gut, sehr gut. Nimm das Gerät und höre auf das Geräusch. Je näher du dich an einer Wasserquelle befindest, desto lauter wird der Hydrokollator. Wenn du nahe genug bist, wird dir das Gerät anzeigen, wo du bohren musst. Ganz einfach, oder? Es darf nicht mehr als 2, 3 Minuten dauern, um Wasser zu finden. Aber beeil dich, wir haben hier jede Menge zu tun und können uns keinen weiteren Verspätungen leisten. So. Da vorne müsste es sein. Ja, ein Stern. So, und hier dürfen wir bohren. Jetzt habe ich aus Versehen die Freundesliste geöffnet. Nein, kein. Ah, doch. Nicht gedacht, dass wir die Anforderungen erfüllen. Mal sehen, was sie dazu sagt. Sehr gut, Crystal. Da haben wir also Wasser und können mit dem nächsten kritischen Teil des Plans fortfahren. Wie bitte? Kein Wasser? Der Hydrokollator hat nicht funktioniert. Das ist unmöglich. Du musst etwas falsch gemacht haben. Wie? Du meinst, du hast es genauso gemacht, wie ich es gesagt habe? Und dann der Stelle gebohrt, die der Hydrokollator angezeigt hat? Merkwürdig. Ich muss das Gerät untersuchen und nachsehen, woran es liegen kann. Also, das war typisch. Wenn wir kein Wasser finden können, wird nicht weiter im Plan fortfahren. Zum Glück können wir nicht weiter im Plan fortfahren. Zum Glück habe ich eine Alternative gefunden, mit der wir uns beschäftigen können, bis der Hydrokollator ordnungsgemäß funktioniert. Wir werden einen Ort kons kons was?
Wir werden einen Ort konstruieren, an dem die Reiter sich um ihre Pferde kümmern können. Eine Pferdeversorgungseinrichtung. Und genau zu sein, mir ist aufgefallen, dass Pferde auf diesem Teil Jovriks sehr beliebt zu sein scheinen. Das können demnach Touristen anlocken. Nachdem du selbst reitest, kannst du mir bei diesem Projekt zur Seite stehen. Ich muss nämlich zugeben, dass Biologie nicht gerade meine Stärke ist. Aber mit deiner Hilfe werden wir wohl etwas bauen können, das sowohl praktisch und nützlich ist. Also, wenn du damit anfängst, 100 Stahlbalken, 3 Tonnen Beton und 6.139 Nägel zu holen, woher du das alles nehmen sollst? Ach, du meine Güte, ich vergaß, dass wir uns auf dem unzivilisierten Platz im gesamten Universum befinden. Na gut, wir werden wohl das Beste aus den Materialien machen müssen, welches uns zur Verfügung stehen. Lass mich nachdenken. Ja, ich habe es. Tannenzweige-Crystal. Das ist eine halbwegs akzeptable Alternative für den Betonboden, den ich zuerst geplant habe. Hol Tannenzweige. Mengen. Aha. Das nennt sie eine Menge. 6 Stück. Naja, das muss sie wissen. Aber das, ja. So. Das alles, was du gefunden hast? Ach, na gut, du kannst später versuchen, mehr davon zu finden. Nach reiflicher Überlegung und nachdem ich alle verfügbaren Alternativen in Betracht gezogen habe, habe ich beschlossen, dass der beste Ersatz für Stallbalken Baumstämme aus der hiesigen Vegetation sind. Diese müssen selbstverständlich die richtige Größe haben, also hole nur Exemplare mit der korrekten Maße. Nun, ich habe dir gezeigt, wie diese auszusehen haben. Los mit dir und suche nach Baumstämmen, Crystal. Ja, Madame, sonst noch Wünsche? Nee. Das war nicht richtig. Also. Ich hab's erfüllt. Oh. Ich würde sagen, ich mache jetzt nebenbei noch schnell die Quest für Nick. Die auch noch schnell weg haben. Denke, das sind immer zwei Plätze zum. Warte mal, das wird der Spuren. Nein, ich muss den Eisding nutzen, ja genau. Ein Eisbohrer. So, stellen wir mal die Girl in der Mitte ab. Und lauf dann beide Punkte ab. Geht einfacher, als immer wieder aufs Pferd zu steigen. Hier drüben. Oh, bleibt doch stehen. Jetzt die Messungen, oder?
musste ich, glaube ich, so rum. Komme ich da? Nein. Ich muss andersrum. Ja, ich muss um das Ding rumreiten. Mit diesen Felsen. Komm. Ja, da sollte ich überspringen können, oder? Nee. Oh, das ist immer so ärgerlich. Oh, je, aber von hier aus, oder? Ja. Da schaffe ich es wieder nicht rüber. Muss es anders versuchen. Rum. Na, das ist auch wieder. Ne, ich lasse die Quest. Wir machen die anderen. Ohne Stimme. Ein weiteres Pack auf der Land. Blick auf der Landkarte. Den lassen wir mal weg, weil das haben wir ja schon öfters gemacht. Das kennt man ja mit der Abmessung. Somit ist das nicht so schlimm. Dann mache ich das sonst dann mal. Ich werde ein Video drehen. Jetzt gehen wir zu Professor Einstein und bringen die Baumstämme weg. Und bei Nick kann man auch gleich noch schnell die Quest abgeben. Das kennen wir ja eigentlich. Eisproben. So. Sind das alle Stämme, die du gefunden hast? Na gut. Du kannst später nach mehr suchen. Indem ich nun die unregelmäßigen Postlieferung in das Tal des verborgenen Dinosauriers berücksichtigt habe, ergibt meine Wahrscheinlichkeitsberechnung ein relativ sicheres Resultat. Ein realistisches, realistischeres Resultat. Die Wahrscheinlichkeit, dass nun mehr Briefe von Interessenten gekommen sind, beträgt nun 54%. Ausreichend, um einen Blick auf besagten Briefkasten zu werfen. Selbst kann ich mich nicht weiter als bis hierher vom Feuer entfernen, ohne dass der Erfrierungsprozess in meinem Körper unaufhaltsam wird. Das sind wissenschaftliche Tatsachen. Du bist besser für dieses Klima geschaffen. Du musst daher die Aufgabe annehmen. Also los jetzt mit dir. Oder machen wir das? Keine Post, na gut, wir haben ja unser Projekt mit dem mit der Konstruktion einer Versorgungsanstalt für Pferde. Damit können wir uns in der Zwischenzeit beschäftigen. Gut, wir haben jetzt nur noch Daily von ihr. Ich würde sagen, ich zeige euch mal noch kurz, was es da im Shop gibt. Und danach verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Richtung Epona. So. Sind nicht so berauschend. Ich habe es mir noch vor dem Videodreh schon angeguckt. Aber vielleicht wird es ja manchem oder anderem gefallen. So, da haben wir rote Mütze. Das ist dann mit dem Ruf. Muss man dann noch ein bisschen arbeiten. Das noch ein Oberteil mit einem. Ja, wie sagt man? Ich weiß nicht, dass man Schweizerdeutsch Gilet sagt, aber keine Ahnung mehr. Mit so einer Jacke ärmellos, sag ich jetzt mal einfach. Dann haben wir hier ein paar Hosen. Die sind zu schwarz-weiß. Da die Mütze, die blaue. Dann haben wir ein pinkes Oberteil. So, auch wieder so lila, glaube ich. Dann sind das braune Handschuhe. Hier ist ein Oberteil in Violett. Gefällt mir eigentlich sehr gut.
Ich glaube, das werde ich mir sogar jetzt holen. Nein, doch nicht. Kann man noch mit Starcoins bezahlen? Nee, nee, da warte ich noch damit. Das ist eine lila Mütze, also ein violetter. Na, nochmal violette Handschuhe. Ein rotes Oberteil. Wie sieht denn das aus? Das könnte ich mit den Schillingen holen, habe aber nicht genug. Eine blaue Mütze nochmal. Dann Handschuhe wieder. Hier noch eine blaue Mütze. Mütze grau, Mütze dunkel. Nee, etwas so dunkel in schwarz-grau, so etwa, kann man sagen. Eine braune. Ein Zaumzeug. Ist aber so ein bisschen schlicht braun gehalten. Dann haben wir den dunkelbraunen Sattel, den sollte man von der Quest eigentlich noch haben. Den müsste man gar nicht kaufen. Den finde ich schön für den Win die Winterlandschaft mit dem Pelz. Die Schabracke. Die finde ich auch schön. Die Gamaschen. Das passt richtig zur Winterlandschaft. Dann haben wir hier noch welche Hosen mit so Pelz drin. Das blaue Oberteil. Das sind noch so schlichte Hosen. So ein Grün sieht das fast aus. Die ist auch nicht schlecht, die gefällt mir auch. Ist so neutral, so ein bisschen grau halt. Dann haben wir hier so ein Pullover mit Herzchen, der sieht auch toll aus. Werde ich mir auch irgendwann holen, aber ich muss ja noch ein bisschen den Ruf hocharbeiten. Der hier, naja, ist Geschmackssache. Gefällt mir nicht besonders. Und den haben wir noch. Braun mit Blau. Jo, das war's. Gut, dann wünsche ich alles Gute. Eure Kassel wünscht euch viel Spaß noch, ihr lieben Pferde und Ponyfanatiker. Tschüss!